Fulminant hat die Piratenpartei die 5%-Hürde gestern genommen in Berlin und nun wird gerätselt, ist das nur ein kurzfristiger Erfolg oder deutet sich da ein nachhaltiger Umbruch an in der deutschen Parteienlandschaft? Tatsache ist, die Wähler der Piraten sind jung, oft sogenannte Digital Natives, also Menschen, die sich in der Welt von Internet und Computern zu Hause fühlen, weil sie damit aufgewachsen sind. Die neuen Berliner Abgeordneten der Piratenpartei. Schon optisch grenzen sie sich ab von den etablierteren Parteien. Im Mittelpunkt steht das Internet als Herzstück der Piraten. In ihrem Blog, eine Art öffentliches Tagebuch, wollen die jungen, fast ausschließlich männlichen Politiker dokumentieren, was sie dazulernen bei ihrer politischen Arbeit im Abgeordnetenhaus. Für sie ein Beitrag zu mehr Transparenz. Also, dass die Politik, die eben der Bürger hier auch bezahlt mit seinen Steuergeldern, tatsächlich von ihm auch nachvollzogen werden kann. Und nicht nur durch irgendwelche langwierigen Sitzungsprotokolle oder Ähnliches, die vielleicht Monate oder Wochen später veröffentlicht werden, sondern auf viel direkteren Kommunikationswegen. Großer Jubel gestern Abend. Alle Kandidaten, die auf der Liste standen, haben es auch ins Abgeordnetenhaus geschafft. Ihr Auftreten, ihr Programm, das hat überraschend viele Wähler angesprochen. Die Piraten sind keinesfalls eine Spaßpartei. Sie sind auch keine Protestpartei in dem Sinne, dass sie nur gewählt werden, um den anderen Parteien eins auszuwischen, sondern sie haben klare Inhalte. Der Kern ist die Netzpolitik. Das sind auch ihre Kernwähler. Und darüber hinaus machen sie sich sehr stark für mehr Transparenz in der Politik. Die Piratenpartei wird sich länger halten, als viele glauben, meinen Parteiforscher. Und die jungen Abgeordneten betonten heute, wie ernst sie die neue Aufgabe nehmen werden.